Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein FMA und zwar gehen wir mit Inka, Smarty und Paola ausreiten. Die Julia ist auch mit dabei und nimmt Inka und Smarty als Handpferd und ich werde Paola reiten. Ich freue mich schon richtig drauf und mal schauen, was uns so erwartet. Ich werde Paola jetzt erstmal von der Wiese holen. Steht ganz oben. Paola! Hoffentlich ist die Paola sauber. Aber ich meine, der Boden ist ja trocken. Dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Hi! Hallo! Hallo! Hier sind schon die zwei Ponys, die Inka ist in der Box. Paolchen steht draußen. Und heute ist sie gar nicht so dreckig, ne? Ich habe heute nicht so viel zu tun. Hallo. Ich habe Paola jetzt soweit schon fertig geputzt. Mal schauen, wie weit meine Schwester ist. Und wie weit seid ihr? Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber Smarty hast du schon fertig, oder? Ja. Hallo. Na, Amy. Na, Amy. Smarty steht hier schon fertig. Von Julia geputzt. Hallo. Na, du Kleines. Sehr motiviert siehst du aus. Paola kraut Julia. Wir werden jetzt die Ponys trennen, also beziehungsweise das Smarty ist schon getrennt, oh Inka auch. Ich musste nur meinen Pony trennen, also Paola. Und ich habe sie auch gerade schon gesattelt. Fürs Ausreiten tue ich auch immer schön, tue ich auch immer schön den Schwerriemen ab.
Amy bekommt jetzt auch ihre Belohnung. Sitz. Amy, sitz. Was sie alles tut. Down. Down. Sitz. Meinst du, Rolle geht auch? Ja, kann sein. Down. Rolle. Nein, sitz. Ich glaube, das musst du mehr an ihrem Bauch dann machen. Down. Rolle. Roll. Na, down. Das. Das war's nicht. Down. Rolle. Gestern auf der Wiese hat sie es die ganze Zeit gemacht. Sie ist unbequem. Ja. Rolle. Komm. Rolle. Ja, ja, ja. Na. Kein Versuch noch. Amy, konzentrier dich. Down. Rolle. Down. Rolle. Komm. Juhu. Supi. Ah, schmeckt so lecker. Jo, alle. Nein. Willst du noch mehr? Kriegst du nicht. Kriegst noch Bauchschmerzen. Die Ponys kriegen jetzt hier noch ihr Futter. Ja, nö. Du bist ja schon fast fertig. Und Inka braucht noch ein bisschen länger. Die lässt sich immer Zeit. Habt ihr auch ein bisschen mehr? Ja. Hier. Inka ist jetzt auf der großen Wiese. Da sieht man sie leicht. Damit sie ein bisschen fressen darf. Tschüss, Paola. Wir sind jetzt fertig mit Ausreiten. Ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Ja, war mega, mega cool. Und das Wetter hat natürlich gepasst. Super mitgespielt. Ja. Wir räumen jetzt nur noch ein bisschen den Stall auf, also nur noch unsere Sachen weg. Genau. Und dann geht's nach Hause, ne? Würde ich auch sagen. Tschüss. Tschüss.